Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 285. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. So langsam kehrt Normalität ein. Für euch da draußen wird es wieder die Feixenden geben, die sagen, guck mal, im Monat geht zu Ende, da kommen die Folgen. Aber auch die fehlenden Ferngespräche werden jetzt dann nach und nach hochgeladen werden, sodass wir wieder in so einen normalen Turnus reinkommen. Das ist halt so der Nachteil, wenn man noch ein normales Leben hat und nicht nur vom Podcast-Superstar sein leben kann, dann knubbelt sich manchmal im Leben halt Arbeit. Aber immerhin haben wir ja in der letzten Folge Australien besucht und das erste Feedback ist durchaus positiv, weil ihr sagt, interessante Persönlichkeit. Die allermeisten haben uns auch zurückgemeldet, dass sie ihn nicht kannten. Ein paar haben erwähnt, dass sie schon mal was davon gehört haben. Interessant. Aber insgesamt doch schön, wenn wir noch immer wieder mal was Neues in unserer Bundeslade entdecken. Und heute haben wir eine Folge, die vielleicht ein bisschen schwergängiger ist, aber nichtsdestoweniger auch sehr, sehr wichtig. Und diese Folge ist eine gemeinsame Aktion mit Europe Direkt Österreich, den europäischen Föderalisten Österreich, sowie R9 Regional TV und W24, dem Fernsehsender aus Wien. Das Ganze entstand unter der Projektproduktion von Daniel Gehrer im Rahmen der Aktionen Europa gegen Covid-19 und den EU Mythbusters. Und darüber freuen wir uns sehr über diese Kooperation. Und jetzt machen wir erstmal weiter in der Sendung. Die Story der Woche. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch da draußen schon mal einen Friseurunfall hatten. Also mir ist es auf jeden Fall schon mal so gegangen, dass ich in einen Friseurladen gegangen bin und mit einer völlig anderen Frisur wieder rausgekommen bin, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und dann muss der Hoaxmaster immer ausbaden, wenn ich unglücklich bin. Aber zum Glück wachsen ja Haare wieder und dann kann man das irgendwann dann wieder ändern. Die Geschichte heute dreht sich auch um einen jungen Mann, der einen solchen Friseurunfall hatte. Allerdings war der auch schon wieder so kurios, dass er einfach lustig zu erzählen ist. Manchmal werden aus solchen Dingen ja dann zumindest lustige Geschichten, die man erzählen kann. Auf jeden Fall ist dieser junge Mann zum Friseur gegangen und hat gesagt, so einmal Haare schneiden, Kurzhaarschnitt, auch anrasieren und so. Und dann hinten am Hinterkopf hätte ich gerne ein Hanfblatt, also war ein Bayer, irgendwie ein Hanfblatt, ich kann es jetzt nicht so gut nachmachen, einrasiert. Und die Friseurmeisterin hat dann auch angefangen, hat die Haare geschnitten und so weiter und hat dann auch rasiert und dann natürlich, wie das so ist, zum Schluss mit Spiegel so den Hinterkopf auch gezeigt. Und dann hatte sie tatsächlich kein Hanfblatt selber einrasiert in die Frisur, sondern das Wort Hanfblatt in den Hinterkopf geschrieben. Und das war dann natürlich nicht so, wie der junge Mann geplant hatte. Also bei den, weiß ich nicht, wie vielen Millimetern wird das ja auch schnell wieder rausgewachsen sein. Aber immerhin, es war anders, als er geplant hat. Wenn die Geschichte stimmt. Wenn die Geschichte stimmt. Da habe ich jetzt gerade gar keine Meinung zu, ehrlich gesagt. Und ich habe auch nicht gespickt vorher. Da bin ich auch mal gespannt, was da am Ende rauskommt. Thema der Woche. Seit vielen, vielen Jahren beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Verschwörungsmythen, haben auch Prozesse durchgemacht, wo wir Begrifflichkeiten geändert haben, wo wir Dinge anders heute denken oder Dinge, die wir anders bewerten. Aber in der ganzen Zeit waren wir uns immer einig, dass Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen und vor allen Dingen Menschen, die ihnen anhängen, durchaus eine Gefahr darstellen. Und wir haben auch in der Corona-Pandemie erlebt, wie Menschen, die sich von einer wissenschaftlichen Sicht auf die Welt abwenden, tatsächlich dann auch beginnen, eine Gefahr für Demokratien darzustellen. Und wir haben natürlich dann am Ende des Wahlkampfes in den Vereinigten Staaten von Amerika erlebt, dass es sogar den Versuch gab, von Bürgerinnen und Bürgern, die falschen Informationen im Grunde genommen aufgesessen sind, einen Putsch zu versuchen. Ja, und die, das waren Menschen, die wirklich
also in ihrem Innersten überzeugt davon waren, richtig zu handeln und den Staat zu retten, indem sie versuchen, die Wahl, wie auch immer, die sie eben für gefälscht gehalten haben, noch nachträglich zu beeinflussen und sich sozusagen ihr gutes Recht wiederzuholen. Und herausgekommen ist eben, wie du sagst, ein Putschversuch, ein sehr gewalttätiger Putschversuch, bei dem auch unter anderem Journalistinnen und Journalisten angegriffen wurden. Und unter diesem Eindruck haben wir dann im vergangenen Monat, Mitte August, erlebt, wie ein Vater seine Kinder ermordet hat in den Vereinigten Staaten von Amerika, beziehungsweise der Mord passierte in Mexiko. Und da hatte uns, das werden wir nachher auch nochmal beschreiben, Michael Blume angefunkt und hat gesagt, wir müssen über dieses Thema nochmal reden. Und das haben wir gerne aufgegriffen und haben hier in dieser Episode nochmal die Gefahr der Radikalisierung durch Verschwörungsmythen uns angeschaut und sind auch ein Stück weit der Frage nachgegangen, was können wir als Gesellschaft und was kann die Politik denn dagegen tun, damit Ereignisse, wie sie dann in Mexiko und jetzt vor wenigen Tagen im Grunde genommen in Idar-Oberschein passiert sind, nicht sich wiederholen oder zur Normalität werden, Gott bewahre oder wer auch immer bewahre. Insofern sollte das Thema der Sendung sein und mit diesen Vorworten entlassen wir euch jetzt in unser Gespräch mit Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg. Ja, bei uns ganz kurzfristig wieder zu Gast, quasi inflationär ist das ja inzwischen, was uns sehr freut. Michael Blume wieder bei uns zu Gast, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Und das ist tatsächlich, Michael, geschuldet einem Tweet deinerseits, als Mitte August ein Vater seine beiden Kinder ermordet hat, so muss man es ja sagen. Und da hast du gesagt, da müssen wir dringend drüber reden. Und das hat leider Terminschwierigkeiten bei uns allen so lange gedauert. Aber umso schöner, auch wenn das Thema ein sehr schweres, dass wir dich wieder zu Gast haben. Herzlich willkommen, Michael. Vielen Dank euch beiden. Ja, es war tatsächlich so, dass ich ja damals schon, wenn ihr euch erinnert, vorausgesagt hatte, dass wir Gewalt und Terrorismus auch aus diesen Bereichen erleben werden. Und dann ist es in den USA passiert, jetzt ist es in Idar-Oberstein in einem ähnlichen Kontext passiert. Und eigentlich hatte ich ja schon mal ganz lange vor, auch gerade Alexa als Erzählforscherin, ich wollte mal eigentlich auch mal diese positiven Mythologien, Lilith, was es da so gibt, also auch sowas mal in den Blick nehmen, weil wir ja eigentlich immer über die Verschwörungsmythen gesprochen haben. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, also jetzt, wir müssen darüber reden. Ganz viele Leute, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber haben angefragt, was ist denn dieses Schlangensamen? Ja. Wie kommen denn Leute drauf, ihre eigenen Kinder anzugreifen? Und dann dachte ich, also wenn wir es über Huaxilla nicht gemeinsam erklären, wer denn dann? Ja, dann müssen wir ran. Also das war ja eine Geschichte, die, obwohl wir ja schon den Sturm aufs Kapitol hatten im Januar 2021 und da ja wirklich schon eine hohe Gewaltbereitschaft unter den QAnon-Anhängern und Anhängerinnen zu beobachten war und auch im Nachgang eben dieses Sturms aufs Kapitol immer wieder Gewaltausbrüche zu beobachten waren, war das trotzdem, so habe ich es empfunden, so eine Geschichte, die einen so ein bisschen aus dem heiteren Himmel getroffen hat. Dass da ein Mann wirklich so tief abrutscht in diesen Verschwörungssumpf, dass er der Auffassung ist, dass seine eigene Ehefrau Schlangen-DNA an die Kinder weitergibt und er ist dann mit den Kindern auch über die Grenze gefahren von Südkalifornien aus nach Mexiko hat dort seine Kinder umgebracht und ist dann an der Grenze bei seiner Rückkehr, weil seine Frau ihn auch sozusagen getrackt hat per App, direkt verhaftet worden. Und das ist, man könnte jetzt sagen, das ist eine Familientragödie in erster Linie, ist es sicherlich auch, aber das zieht sich ja noch viel, viel tiefer, wenn ein Mensch so fest an Verschwörungsmythen glaubt, dass er so eine schreckliche Tat begeht. Und das ist sicherlich ein Punkt, über den wir reden müssen, zumal ja diese Geschichte mit der Schlangen-DNA, also ich kannte ähnliche Motive vorher von Sitchin und David Icke, eben diese Reptiloiden, die ja auch als Verschwörungsmythos schon länger durch die Welt geistern, leider. Aber diesen speziellen Punkt, das hat mich doch überrascht. Also zu glauben, dass da Schlangen-DNA weitergegeben wird und er seine Kinder deshalb umbringen muss, weil er die Welt buchstäblich vor dem Heranwachsen von Monstern bewahren muss. Das war mir persönlich auch neu.
War dir ein genau dieses Motiv schon mal begegnet, Michael? Ja, also und zwar verrückterweise tatsächlich noch im nationalsozialistischen Antisemitismus. Da haben wir Bücher, wo bestritten wird, dass die Geschichte von Adam und Eva echt sei. Also es stimme gar nicht, dass alle Menschen von einer Art abstammen, sondern da wurde dann quasi gesagt, das sei eine semitische Fälschung, die eben behauptet, dass alle Menschen einheitlich sein. Und ihr kennt ja die Gegenerzählung, dass man also gesagt hat, es gibt unterschiedliche Menschenrassen von Anfang an, mindestens Kasten, ja, wie im indischen Bereich, dass man gesagt hat, die Menschen sind von Geburt an unterschiedlich wertig. Und den Nazis war also diese Geschichte von Adam und Eva buchstäblich im Weg. Und da gibt es dann also im Antisemitismus zwei Varianten. Die einen sagen also einfach, das ganze Ding ist eine Fälschung und verwerfen das und sagen, es waren zum Beispiel mehrere getrennte Menschenstämme, die sich vor langer, langer Zeit getrennt haben, vor Millionen von Jahren. Und deswegen seien die in Anführungszeichen Rassen nicht gleichwertig. Und der andere und eben gefährlichere Zug, der interpretiert diese Geschichte um. Und das haben wir eben bei diesem Schlangensamen quasi Erzählung. Das ist schon sehr, sehr früh in der Gnosis. Schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus wird quasi die Geschichte von Adam und Eva uminterpretiert. Es gibt zwei Lesarten. Eine, die ist sehr positiv aus heutiger Sicht im Judentum. Das mit der Lilith und der Eva, da werden also zwei Frauen eingefügt. Und da heißt es also, da war zuerst die aufrührerische Lilith, die also auch immer oben sitzen wollte, die sich dem Mann nicht unterwirft. Da wird gewissermaßen zwei unterschiedliche Varianten von Weiblichkeit werden vorgestellt. Fantasy-Fans werden sie als Lolt kennen, als Königin, als Göttin der Dunkelelfen. Da sieht man durchaus, dass das auch noch im 20. Jahrhundert durchaus auch mit Antifeminismus und teilweise Rassismus verbunden war. Aber heute wird das überwiegend als so eine Befreiungsgeschichte gelesen. Also es gibt unterschiedliche Art und Weisen, Frau zu sein. Die andere, und mit der haben wir es aber jetzt zu tun, ist eben die Schlangensamenerzählung. Und die bedeutet, dass die behauptet, dass die Schlange aus dem Paradies mit der Eva Kinder gezeugt habe oder ein Kind gezeugt habe. Und das heißt, es gäbe jetzt zwei Variationen von Menschen. Die einen seien quasi die reinen Kinder von Adam und Eva und die anderen seien die Kinder mit der Schlangen-DNA, mit dem Schlangensamen. Das seien unreine, verbotene, böse Kinder. Und das wird dann natürlich außerordentlich gefährlich. Und hier haben wir einen Fall von einem radikalisierten QAnon-Verschwörungsgläubigen aus den USA, der das dann tatsächlich auf seine Frau und auf ihre gemeinsamen Kinder bezogen hat. Also sie habe den Kindern diese Schlangensamen, diese Schlangen-DNA mitgegeben. Und er müsse sie also töten, seine eigenen Kinder, um zu verhindern, dass aus ihnen Monster werden. Und da merkt man schon, wie wahnsinnig das wird. Ich habe in meinem Buch ja gesagt, warum der Antisemitismus uns alle bedroht, weil er sich wirklich gegen diesen Verschwörungsglauben, gegen jede Person wenden lässt, gegen die eigene Ehefrau, den Ehemann oder sogar gegen die eigenen Kinder. Und das ist dann natürlich schon eine heftige Geschichte. Und leider, muss ich auch sagen, werden wir das nicht zum letzten Mal erlebt haben. Also durch das Internet und diese enorme Beschleunigung findet eben eine ganz starke Remythologisierung statt. Leute stürzen sich auf Erzählungen und sie halten sie nicht für Mythen, sondern sie denken, das wären Theorien. Sie denken, das wären Aussagen über die Wirklichkeit. Das finde ich auch interessant, Alexa, du hast also auch schon Schlangen-DNA ist ja sozusagen schon im wissenschaftlichen Terminus. Ja, genau. Ursprünglich war es einfach Schlangensamen, aber ist so wie aus Hexensalbe Adrenochrom geworden ist. Also man verwendet pseudowissenschaftliche Begründungen, obwohl wir uns natürlich alle einig sind, dass das mit Wissenschaft aber auch gar nichts mehr zu tun hat. Ja. Ich finde das ganz interessant. Du hast jetzt natürlich aus deinem religionswissenschaftlichen Background diese ganz tiefgehende Bedeutung herauskristallisiert. Glaubst du denn, dass der Täter, und das ist jetzt natürlich pure Spekulation, weil wir nicht mit ihm gesprochen haben, genau diesen tiefen Einblick gehabt hat? Oder könnte es einfach sein, dass er
über die Auseinandersetzung mit den QN-Verschwörungstheorien auf die Reptiloiden-Verschwörungsmythen gestoßen ist, die ja im Grunde genommen, wenn man sie dann weiter verfolgt, genau zu dem führen, was du sagst oder was du beschrieben hast, aber ja eigentlich eher so popkulturell und das bitte jetzt mal im negativen Sinne verstehen, eher mehr so oberflächlich sind. Also da sind wir ja bei Pop David. Im Sinne von populär. Populär, okay. Genau. Wie wäre so deine Vermutung? Also ist das jemand, der sich mit so tiefgreifenden religiösen Themen beschäftigt oder hat er einfach diese Reptiloiden Verschwörungserzählung irgendwann mal im Netz gefunden und dann für wahr gehalten? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, so wie sich der Fall darstellt und von dem Background dieses Menschen, dass das jetzt kein Religionswissenschaftler war. Dieser Absolut. Auflehrer. Also ich würde sogar so weit gehen, wenn er noch die Gabe gehabt hätte, das zu durchdenken, ja, und auch zu reflektieren. Das halte ich für den ganz großen Unterschied. Also wenn ich Vernunft und Mythen kombiniere, dann kann ich sie ja bedenken, kann sie anschauen, kann gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ja, bei euch, das ist der berühmte Regenbogen-Einhorn. Ja, man kann ja mit Mythen, natürlich wisst ihr, der Regenbogen aus der Noah-Geschichte, das Einhorn, eine Fehlübersetzung aus dem Buch Hiob, die dann mit Jesus identifiziert wurde. Dann hat man ein knuddeliges, liebenswertes Einhörnchen mit und jeder weiß es, ohne dass man dafür sozusagen jetzt studiert haben muss, aber es hat eine positive, eine freundliche, eine heitere Wirkung. Das Problem an Verschwörungsmythen ist, dass Menschen das nicht mehr können. Also die sind so in ihrer Angst und in ihrem Hass drin, dass sie nicht mehr drüber lachen können, nicht mehr drüber reflektieren können. Du fliegst aus einer Querdenkengruppe achtkantig raus, wenn du darüber Witze machst. Ja, das geht einfach. Du kannst in jeder ordentlichen religiösen Tradition in der jüdischen Tradition, in der katholischen Tradition gibt es eigene Traditionen des Humors. Das werdet ihr in Verschwörungsbewegungen nicht finden. Mhm. Lustig ist nur der Niedergang der anderen. Aber niemals kann ich über das eigene, ja, dass wir sagen, also der Donald Trump war ja vielleicht gar nicht Präsident oder so. Das geht gar nicht. Und deswegen glaube ich tatsächlich, also es ist nicht in der Tiefe, es ist nicht reflektiert. Und wir wissen aus vielen Studien, dass Verschwörungsgläubige sogar häufig gleichzeitig widersprechende Verschwörungserzählungen für wahr halten. Also zum Beispiel, dass Osama bin Laden tot sei und dass er noch lebt. Ja, das kann sogar gleichzeitig geglaubt werden. Es geht ja eher darum, dass ich quasi markiere, dass ich quasi die vermeintlichen Verschwörer markiere und dann mit Bildern und Emotionen besetze. Und da glaube ich tatsächlich, dass das dann fließend ineinander übergeht. Reptiloide sind für uns sozusagen reflektiert. Aha, da geht es um Außerirdische von anderen Sternen. Aber auch die gehen natürlich zurück auf die Dämonologie. Das ist natürlich 15. Jahrhundert und so weiter. Bildliche Darstellungen von Teufeln. Und die werden erst später auch pseudotechnologisiert. Ja? Und dann haben wir auch bis hin zu Reichsflugscheiben. Also ich glaube, das ist sozusagen, wir müssen uns das eher vorstellen, dass das überwältigende Angsterzählungen und Bilder sind, die die Person nicht mehr kontrollieren kann. Und die andere Menschen, Politikerinnen, Journalisten, Wissenschaftlerinnen, aber sogar eigene Angehörige als vermeintliche Bedrohung markieren, als Teil einer Verschwörung markieren. Und da wird es dann natürlich wirklich gefährlich. Das ist sehr interessant, dass du hier schon angesprochen hast, dass man als verschwörungsgläubiger Mensch auch durchaus sich widersprechende Motive für wahr halten kann. Weil meiner Einschätzung nach haben wir, wenn wir im Kontext QAnon uns diese Geschichte betrachten, schon genau diesen Fall. Denn das, was wir am häufigsten bei QAnon und den Motiven entdecken, ist ja die Erzählung, dass böse Eliten Kinder entführen und eben dieses Adrenochrom gewinnen und sich damit verjüngen oder wie auch immer oder ihre Macht erhalten und dass Donald Trump derjenige ist, der Kinder befreit. Und nun haben wir hier auf der anderen Seite einen Fall, dass ein Familienvater seine eigenen Kinder nicht von Donald Trump gerettet haben möchte, sondern als das personifizierte Böse betrachtet, was man aus der Welt schaffen muss, so furchtbar es jetzt klingt. Weil man eben diese Welt retten will. Und das sind ja wirklich eigentlich Motive, die diametral entgegengesetzt sind. Das heißt, die Kinder sind hier nicht die unschuldigen Opfer, die befreit werden müssen, sondern eben das Böse, vor dem die Welt gerettet werden muss. Und das ist ja eben genau diese Dissonanz, mit der Verschwörungsgläubige tagtäglich umgehen müssen, wenn wieder einmal Vorhersagen nicht eintreten, wenn sich Dinge ganz anders entwickeln, als sie vorausgesagt haben, wenn neue Motive auftauchen, die man in unterschiedliche Richtungen interpretieren kann.
Denn ein Kennzeichen dieser Nachrichten von Q ist es ja auch, möglichst vage zu sein, damit man eben mitmachen kann, sich seine eigenen Informationen zusätzlich beschafft und dann eben dieses ganze, ja, man kann es nicht anders bezeichnen, Lügengebäude selber weiter ausbaut. Und genau diese Dinge sind es eben, diese verschiedenen, sich widersprechenden, unter Umständen Bausteine, die man immer wieder neu zusammensetzen muss. Ist das nicht fast unmöglich inzwischen, weil so viele Voraussagen eben auch nicht eingetroffen sind? Und ist das nicht auf Dauer furchtbar anstrengend für jemanden, das immer wieder tun zu müssen? Oder steckt das so tief, auch diese Art mit der Realität oder eben nicht Realität umzugehen, steckt das so tief in den Menschen drin, dass die damit kein Problem haben, dass sie dann sagen, okay, wenn das eine nicht eintritt, dann eben das nächste oder dann glaube ich heute eben das und das und handle so und so. Wie passt das zusammen? Wie funktioniert das? Ich glaube tatsächlich, du siehst es genau richtig, das ist ja wirklich auch ein körperlicher Schmerz. Also kognitive Dissonanz tut ja wirklich weh. Ja, also ich war ein bisschen verblüfft, für mein neues Buch kommt im November und da habe ich mir auch nochmal den Karl Popper angeschaut, den großen Erkenntnistheoretiker. Und der vergleicht diesen Schmerz ziemlich überraschend, fand ich, damit hatte ich nicht gerechnet, sogar mit dem Tragen des Kreuzes. Also sozusagen, wir Menschen müssen immer wieder unser eigenes Ego, immer wieder, ja, wenn du Wissenschaft machst, dann bedeutet das, du musst immer wieder durch den Schmerz gehen, dass Dinge, die du für wahr gehalten hast, fragwürdig oder vielleicht nicht mehr wahr sind. Also du musst, und das ganz nicht religiös, sagt er dann, das ist sozusagen der gleiche im Puls. Du musst also immer die Entscheidung zwischen meinem Ego und zwischen dem, was mir an Realität entgegentritt. Das fand ich schon krass. Er hat das natürlich geschrieben in Neuseeland auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Er war sicherlich auch selber verzweifelt. Angehörige von ihm sind ermordet worden wegen ihrer jüdischen Wurzeln in Europa. Und da hat er dieses sehr drastische Bild genommen. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach verstehen müssen, dass Menschen, die in Verschwörungsmythen absacken, sich tatsächlich so in so eine Welt voller Schmerzen begeben, weil die Verschwörungen treten ja nicht ein, die kognitiven Dissonanzen treten auf und umso mehr sie aber investiert haben an Geld, an sozialen Beziehungen, an Zeit, ja, umso mehr, umso schwieriger ist es, da wieder rauszukommen. Und wie du gesagt hast, Alexa, dann bleibt nur zwei Möglichkeiten. Ich kann mich entweder leise zurückziehen und quasi versuchen, naja, nicht mehr noch weiter zu gehen und irgendwie da wieder rauszukommen. Oder aber ich eskaliere weiter. Und das war genau das, wenn ihr euch erinnert, wir haben letztes Jahr die Voraussage ja gemacht in Hoaxilla, dass es nach QAnon Great Reset kommen würde. Und das ist ja genau so eingetreten. Also, dass dann eine noch größere Deckerzählung gefunden wird, die jetzt nicht nur die Covid-19-Pandemie, sondern auch die Klimakrise mit reinnimmt. Das heißt, es werden immer weniger Leute, die noch dabei bleiben, aber die werden immer radikaler. Und im Einzelfall richtet sich dann die Gewalt gegen andere oder auch gegen sich selber. Also wir haben ja inzwischen auch Suizide, im QAnon-Bereich vereinzelt, auch im europäischen und deutschen Bereich, wo Menschen sich dann nicht mehr weiter wissen. Vielleicht in diesem Zusammenhang an alle Menschen da draußen, die jemanden im Umkreis, in der Familie, im Bekanntenkreis, Freundeskreis haben, der davon betroffen ist. Es gibt ein allerdings hauptsächlich englischsprachiges Reddit, einen Thread dort, wo man sich Hilfe suchen kann. QAnon Casualties, also Opfer von QAnon, wo wirklich ganz viele Angehörige von Menschen, die davon betroffen sind, von dieser Verschwörungserzählung sich untereinander austauschen und auch einfach mal sich Dinge von der Seele reden. Und ich habe in den letzten Tagen da mal wieder hineingeschaut und ein ganz berührenden Post von einem jungen Menschen mit 16 Jahren gelesen, wo diese Person schreibt, sie hätte in der Familie so furchtbar viele Impfgegner und die würden alle ihre Meinung so vehement vertreten und natürlich die üblichen Erzählungen, die Medien seien alle von der Regierung gesteuert und würden nicht frei berichten. Die Impfung wirkt nicht und ist gar nicht nötig. Covid-19 ist alles gar nicht so schlimm und so weiter und so fort. Also diese ganzen Lügen, die verbreitet werden. Und diese Person schrieb, sie sei eigentlich ganz vernünftig eingestellt. Es würde ihr nur durch den Druck des Umfelds immer schwerer fallen, dem Stand zu halten. Wenn das die ganze eigene Familie ist, die tagtäglich so etwas verbreitet, dann wird es natürlich irgendwann schwierig, immer wieder dagegen zu halten und immer wieder auf die eigenen oder auf das eigene Wissen, die eigene Erkenntnis zu verweisen.
Und diese Person hat dann den Post geschlossen mit, ich wollte einfach nur mal hier ein paar Stimmen von der anderen Seite, von der Vernunft sozusagen, lesen, um mich mal wieder ein bisschen rückzuversichern und mir klarzumachen, dass es auch andere Menschen gibt, die das, diesen ganzen Quatsch eben nicht glauben. Und das hat mich wirklich sehr berührt. Also, dass da wirklich Menschen sind, die sich da aktiv Hilfe holen. Ja. Ich würde auch noch ergänzen wollen für all diejenigen in Deutschland, die jetzt sagen, ich habe Verwandten, Angehörigen und habe das Gefühl, da gleitet jemand ab. Eine gute Anlaufstelle sind die Sektenberatungsstellen, ja, an die man sich wenden Deutsch kann auch. Ja. Und auch einfach da mal anrufen kann und sich da auch Hilfe und Beratung holen kann, so als Handreichung. Ein zweiter Punkt, Michael, der mir noch so durch den Kopf geschossen ist, der eigentlich dein Eingangsstatement unterstreicht, ist die Tatsache, dass ja David Icke, der ja mit diesen Reptiloiden, der sie ja populär gemacht hat mit seinen Büchern, ja später dann auch, je mehr er sich mit diesem Thema als Autor beschäftigt hat, auch immer mehr in die antisemitischen und auch offenen antisemitischen Ressentiments abgerutscht ist. Also auch da ist es so, dass man sagt, naja, am Anfang hat er das, ja, war das ja gar nicht antisemitisch, der hat sich dann selber mehr mit seiner eigenen Verschwörungserzählung beschäftigt und ist genau in dieses Fahrwasser auch reingekommen. Also auch das unterstreicht ja nochmal, was du sagst. Und ich muss aber noch einen Punkt machen als Psychologin. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, auch in diesen Fall des Vaters. Wir haben natürlich hier, und auch das ist jetzt eine Außenbetrachtung, auch ich habe natürlich nur Pressestatements und Beschreibungen gelesen, aber ich habe eine Stelle gefunden, wo die Tat etwas ausführlicher beschrieben worden ist. Und ich sage das jetzt auch mal, um die Intensität und Heftigkeit dieses Doppelmordes zu beschreiben. Also das war ein Tauchlehrer, der hatte eine Tauchschule, der hatte eine Sperrfischkanone, mit der er seine Kinder töten wollte. Und das hat dann aber nicht so gut geklappt. Das heißt, er hat dem Jungen dann 17 Mal mit so einer Harpune in die Brust gestochen, in die Herzgegend, und dem Mädchen 12 Mal. Also das ist ein schreckliches Statement, aber es zeigt auch, unter welchem Druck, so formuliere ich das mal, diese Person gestanden hat. Denn das eigene Kind zu töten ist ja das eine, aber auch die Art und Weise, wie er es getan hat. Und auch da muss man jetzt natürlich sehr genau hinschauen und muss natürlich in der Aufarbeitung der Tat, und dafür gibt es eben auch forensische Psychologen, schauen, wie sieht denn überhaupt die psychische Disposition aus. Das soll nichts entschuldigen von der Tat. Jeder ist für seine Taten voll verantwortlich und dieser Mann hat entschieden, seine Kinder töten zu wollen. Das heißt aber auch, die Beschäftigung mit Verschwörungserzählungen, wenn diese Erzählungen Menschen, die psychisch zumindest angekratzt sind, so möchte ich das mal formulieren, erreichen, dann sehen wir, wie da eine Radikalisierung stattfinden kann. Und das ist etwas, Michael, auf das du seit vielen Jahren hinweist. Wir weisen darauf hin. Und das wird immer weggewischt, weil man so den Eindruck hat, naja, das sind halt ein paar Spinner im Internet, die solche Geschichten schreiben. Aber das Problem ist, wenn jemand, der eben nicht ganz stabil ist, in diesen Kreis, diese Erzählung kommt, dann macht das etwas komplett anderes mit dieser Persönlichkeit. Und das macht ja die große Gefahr aus. Und deswegen ist es ja so wichtig, und deswegen, ich benutze jetzt mal das Wort predigen, und ihr wisst, von wem es kommt, aber deswegen predigen wir ja auch, dass wir als Gesellschaft mit diesen Themen beschäftigen müssen. Wenn wir das einfach an irgendwelchen Ecken der Gesellschaft oder des Internets vor sich hin schwelen lassen, dann kommen wir genau zu solchen Taten. Wir müssen auch verstehen, wie einzelne Persönlichkeiten dadurch maximal radikalisiert werden. Und wir haben ja auch die Attentate erlebt in Hanau zum Beispiel. Auch da kann man ja sehr schön nachzeichnen, in welchen Internetforen der Täter sich aufgehalten hat. Und auch hier hat so eine Radikalisierung stattgefunden. Und das ist natürlich jemand, der so eine Tat vollbringt, wie auch immer, ohne da ein Label dran zu kleben, angekratzt ist in seiner psychischen Disposition. Das ist geschenkt. Aber sie dürfen eigentlich gar nicht erst auf so ein Soziotop treffen, was sie dann noch weiter radikalisiert. Das ist eine große Gefahr. Und das ist mir bei diesem Fall in Amerika nochmal eingefahren, weil das las ich sehr abstrakt irgendwie, die Tat. Und ich habe dann eine Pressemitteilung gefunden, wie die Tat genau beschrieben worden ist. Und das hat mir im Grunde genommen auch die Schuhe ausgezogen in dieser Vehemenz und Heftigkeit, in der die Tat. Ja, ich glaube, wir haben da natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel an den Attentäter von Halle denkt, nachdem es ihm nicht gelungen ist, in die Synagoge einzudringen, hat er einfach zwei Passanten ermordet, eine Frau und einen Mann im Dönerladen. Auch hier haben wir wieder diesen Effekt.
wenn ich einmal damit anfange, wenn ich, ja, ich komme da nicht mehr raus. Es ist sozusagen, also Verschwörungsmythen ziehen mich in einen Tunnel, den ich immer tiefer rein gerate. Und dieser Täter von Halle hat ja dann sogar live gestreamt und hat geflucht, ja, dass er das nicht schafft, und er wollte nicht mit einem Bodycount von null quasi in die Internetgeschichte eingehen. Und das ist genau was ihr beide ja gerade gesagt habt. Also das Internet kann sehr positive Resonanzfeld sein, ja, wie der Jugendliche, der an der Realität festhalten will, auch wenn seine ganze Familie schon abgestürzt ist. Es kann aber genauso gut auch ins Negative umkippen und negative Dispositionen verstärken. Und deswegen ärgert mich das dann auch immer, wenn es heißt, na ja, es waren psychisch kranke Einzeltäter. Ich glaube, das ist kein Entweder-Oder. Wenn man psychisch ohnehin anfällig ist oder auch in einer Krisensituation sich befindet, dann kann man da reinfallen. Ich erinnere mich, dass ich selber nach den Anschlägen vom 11. September, ist schon eine Weile her, aber dass ich auch mal auf einen Fake reingefallen bin, unter Stress und so weiter, kann uns das allen passieren. Ja. Also das ist sozusagen, und dann nur zu sagen, naja, das sind vernünftigen Leuten, kann sowas nicht passieren. Da denke ich, Leute, die zivilisatorische Kruste ist viel dünner, als wir das denken. Und wenn man etwas lernt als Beauftragter gegen Antisemitismus, dann ist es eben, dass der Hass in Menschen viel leichter zu wecken ist, als man sich das für gewöhnlich eingesteht. Und Verschwörungsmythen sind eben ein perfektes Muster dafür. Ich spreche ja inzwischen sogar von digitalen Sekten. Und damit habe ich mich ein bisschen, das habe ich auch schon letztes Jahr begonnen mit QAnon und so weiter. Und das ist in der Religionswissenschaft recht schwierig. Mhm. Wir haben den Sektenbegriff eigentlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend hinter uns gelassen. Ja. Deswegen würde ich vielleicht, wenn ich darf, kurz begründen, warum ich das für wichtig halte, dass wir das Thema doch wieder aufnehmen. Mhm. Also Sekta lateinisch ist eigentlich erstmal die Abspaltung. Also wenn aus einer religiösen oder weltanschaulichen Tradition sich ein Teil abspaltet, dann entsteht eine Sekta, und daraus kann dann was Neues entstehen oder sie geht ein. Also ein klassisches Beispiel ist das Christentum, das aus einer jüdischen Sekta, quasi aus der Anhängerschaft um Jehoshua, ja, hebräisch geheißen hat, Jesus dann im Griechischen, aus dieser Abspaltung entsteht dann eine eigene Weltreligion, nämlich das Christentum. Und bei Max Weber, dem großen Religions- und Musiksoziologen, haben wir das dann, dass er dann also sagt, eigentlich hat ja jede Kirche mal als Sekte angefangen. Also man startet als Sekte und dann wird es größer, institutionalisierter. Das Anfangscharisma geht raus und dann wird es halt eine Kirche. Und in der Religionssoziologie hat sich daraus dann entwickelt, dass man gesagt hat, naja, also kommt jetzt, dürfen wir hier nicht mehr so stark beurteilen, Scientology oder so, das ist halt auch nur eine Kirche, und reden wir doch lieber von neureligiösen Gemeinschaften. Mhm. Und da breche ich bewusst mit, weil ich glaube, das stimmt so nicht. Es macht einen riesigen Unterschied, an welche Art von Mythen ich glaube. Ja? Ob jemand, zum Beispiel, nehmen wir mal eine nicht-religiöse Person, ob eine nicht-religiöse Person sagt, ja, es gibt Menschenrechte und alle Menschen haben die gleiche Wert und Würde, ist was komplett anderes, wie wenn die Person sagt, muss eine Weltrevolution geben und die müssen wir jetzt mit Gewalt herbeiführen, und wer sich uns in den Weg stellt, ist ein Konterrevolutionär und hat sein Leben verwirkt. Also Mythologien, die Art, wie wir die Welt, die komplexe Welt in einfache Erzählungen packen, beeinflussen uns alle. Und da kann ich nicht einfach sagen, es macht keinen Unterschied, ob jemand in der evangelischen Landeskirche oder bei Scientology oder beim humanistischen Landesverband aktiv ist, sondern ich muss mir die einzelnen Gemeinschaften und deren Mythologien dann schon anschauen. Und was ich durch das Internet eben sehe, ist einfach eine enorme Beschleunigung. Ich muss nicht mal mehr mein Haus verlassen, um Teil einer quasi mythologischen Gemeinschaft zu sein. Ich kann auf Instagram auch dem Pfarrer aus Plastik folgen zum Beispiel. Also ich kann das auch christlich haben und oder der Frau Auge. Und ich kann aber genauso gut mich einer QAnon oder Querdenkengruppe anschließen, erstmal ohne das Haus zu verlassen. Ich brauche nicht mehr Opfergaben zu geben, sondern ich teile am Anfang einfach nur per Internet. Ich teile Memes, ich teile Botschaften,
Sprachnachrichten. Damit aber mache ich mich gegenüber meinem Umfeld auch sichtbar. Ja, wenn ich Nachrichten von Attila Hildmann geteilt habe, dann werde ich mit Attila Hildmann identifiziert. Ich committe mich. Mhm. Und noch bevor überhaupt das erste Geld verschenkt, gespendet wurde, die erste Demo besucht wurde, die erste, findet also dieser Prozess statt. Und Leute können sich nicht nur abspalten aus einer religiösen oder weltanschaulichen Tradition, sondern wirklich aus der Wirklichkeit. Mhm. Sie können aussteigen aus dem, von dem wir sagen, aber es gibt doch eine geteilte Welt und Impfungen funktionieren und die Evolutionstheorie ist solide und die Relativitätstheorien haben sich bewährt. Aus einer solchen Welt können Personen heute aussteigen, sich abspalten und sie müssen dafür nicht mal mehr das eigene Haus verlassen. Cicero hat mal behauptet, dass die griechische Demokratie wäre daran kaputt gegangen, dass die Leute sitzen durften. Also sie durften während den langen Debatten sitzen und gleich abstimmen. Und er hat gesagt, das habe die griechische Demokratie kaputt gemacht, weil die Leute sich in Rage geredet hätten von populistischen Rednern und dann für Krieg oder sinnlose Unternehmen gestimmt hätten, während die klugen Römer, die hätten gesagt, auf dem Forum wird erstmal gestanden, dass es nicht so ewig geht. Nach 20, 30 Minuten hört einem keiner mehr zu. Und es brauchte mehrere Lesungen. Das haben wir heute noch in den Parlamenten. Also ich darf nicht gleich abstimmen, sondern damit etwas passiert, muss es zwei- oder dreimal vorgetragen und abgestimmt werden. Und deswegen meinte er, wäre die römische Weisheit quasi die römische Republik der griechischen Polis überlegen gewesen. Ich würde sagen, jetzt heute mit Internet und YouTube und Facebook und Instagram, vor allem Telegram und WhatsApp, haben wir quasi das Modell, wir können sitzen bleiben, wir können uns aufpeitschen und wir können dann sogar direkt abstimmen, in Anführungszeichen, über das, was wir vermeintlich losschlagen. Und da würde ich tatsächlich sagen, hat Cicero uns eine Warnung aus den Tiefen der Geschichte in unsere Zeit rübergeworfen. Ich ahne jetzt schon wieder drei Kommentare, die wir bekommen werden. Also ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, aber dann wird mehr noch, ich finde es großartig auf den Punkt gebracht. Ja. Also dieses sich abspalten aus der Realität, das finde ich. Da wird es jetzt aber auch Leute geben, die sagen, naja, aber die alten Religionen und gerade auch sowas wie Scientology, wenn der Herr Blume jetzt sagt, das ist jetzt aber schon eine neue religiöse Gemeinschaft, dann sind die ja quasi schon anerkannt und geben, die muss man dann gar nicht mehr kritisieren. Und jetzt sucht er sich ein neues Betätigungsfeld als Christ, was er kritisieren kann, und dann ist es das böse Internet. Das ahne ich jetzt schon, dass das jemand kommentiert wird. Genauso ist es ja nicht gemeint, sondern man kann ja auch die anderen neureligiösen Gemeinschaften, die, wo man Probleme sieht, und für mich, ich sehe ja auch durchaus in den christlichen Gemeinschaften das ein oder andere Problem gelegentlich, das darf man ja und das muss man ja auch als Gesellschaft weiter kritisieren. Ich verstehe aber sehr wohl deinen Ansatz und finde den auch gut, um das einmal gesagt zu haben, hier von diesen digitalen Sekten nochmal zu sprechen, weil der Mechanismus nochmal ein anderer ist, und du hast es ja selber auch schon vor einiger Zeit mal gesagt, das ist wie auf Speed, das geht ja nochmal viel schneller. Du musst ja gar nicht erst in einer Straße von jemandem angesprochen werden, der dir einen Flyer in der Hand drückt. Du musst nicht zu Hause besucht werden von irgendwem, oder du musst gar keine Freunde und Bekannten haben, die dich diesem Gedankengut näher bringen, sondern es kommt im Grunde genommen mit dem Tipp des Fingers auf deinem Smartphone direkt zu dir, und wenn du auch nur einmal falsch klickst, bist du schon mittendrin. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz neue Qualität. Und das abzugrenzen nochmal finde ich auch richtig, weil man nochmal deutlich machen muss, hier passieren plötzlich Dinge, die müssen wir anders bewerten als das, was wir bisher in unserer Gesellschaft gehabt haben. Aber ich wollte dieser Kritik schon mal vorgreifen, die mit Sicherheit. Genau, also das siehst du auch genau richtig. Ich würde nie sagen, das Internet ist böse. Das Internet ist ein Medium. Und was wir draus machen, liegt immer an uns. Wir können die Verantwortung dafür nicht abgeben. Ja, wir nutzen ja das Internet auch gerade. Ja. Und wenn ihr überlegt, es war ja so, da passiert etwas, wir werden angesprochen und wir sagen, okay, wir reagieren mit einem Podcast darauf. Mhm. Also wir nutzen es ja auch. Und ich liebe das Internet und möchte behaupten, es gibt wahrscheinlich wenige Beauftragte gegen Antisemitismus, die so auch im Internet präsent sind, Bloggen, ja, Ferngespräche, whatever. Ich bin da ja wirklich für
alles zu haben. Ich hätte auch den Buchdruck geliebt, im 15., 16. Jahrhundert, hoffe ich. Aber ich muss eben sagen, auch der Buchdruck hat eben nicht nur Edles, Schönes und Gutes hervorgebracht, ja, sondern den Hexenwahn. Mhm. Ja, bei Martin Luther haben wir sogar beides in der evangelischen Tradition. Tolle, aufklärerische, reformerische Texte. Und nachher kippt der ab, mhm, und wird antisemitisch, glaubt an Hexen, beschimpft den Papst als Antichristen. Also da haben wir sogar in einem Leben verdichtet alles. Ja, und in manchen Jahren sind 25% aller deutschsprachigen Druckerzeugnisse aus dem Hause Luther ausgegangen. Also der war ein, der hat ähnlich viel gedruckt, wie Donald Trump getweetet hat. Ja. Es ist sogar so, dass bei mir das angefangen hat, damals sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Zunächst eine Begeisterung war, ich war eingeladen zur Amtseinführung von Barack Obama damals in die USA bei so einem, ich hatte den amerikanischen Freundinnen und Freunden geholfen, ein paar Dialoge Projekte aufzubauen und Menschen ins Gespräch miteinander zu bringen, auch in die islamische Welt hinein, und wurde dann also eingeladen. Wir waren aus 30 Ländern, 30 Leute, und waren dann eben 4 Wochen in den USA und eben bei der Amtseinführung dabei. Ihr könnt euch vorstellen, also die Inauguration Ceremony war das größte religiöse, zivilreligiöse Ereignis, das ich jemals miterlebt habe. Und es hat mich auch selber gepackt, ist ja klar. Und da hatten wir ein Gespräch mit einem demokratischen Campaign Manager. Und der hat uns dieses Prinzip des Microfunding erklärt. Das war damals wahnsinnig neu, dass sie nämlich über das Internet Kleinspenden eingesammelt haben. Also Obama hat nicht mehr gemacht, dass er quasi nur quasi große Spender, die ihm dann 100 oder 250.000 Dollar für ein Abendessen überweisen, sondern er hat quasi Kleinspenden eingesammelt. Und wir fragten dann, ob sich das denn lohnt, wenn jemand $5 oder $10 spendet. Das ist doch eine enorme auch Aufwand und so weiter. Und dieser Campaign Manager, der sagte dann, that's not the point. The minute someone is committing to our cause, he's part of the team. Also das ist gar nicht der Punkt. In dem Moment, in dem jemand etwas beiträgt zu unserem Ziel, ist er Teil der Mannschaft. Das heißt, da war schon, man hat eine Bewegung gegründet über das Internet, in dem Fall eine Bewegung pro Barack Obama. Mhm. Und wer einmal begonnen hat, sich da einzubringen und zum Beispiel andere zu informieren, zu spenden und so weiter, der wurde wiederum angesprochen, wurde eingeladen, wurde quasi als Part des Teams genommen, hat quasi über das Internet eine Bewegung quasi organisiert, die ja dann auch wirklich dazu geführt hat, dass Barack Obama Präsident wurde. Und wir haben dann eben bei Donald Trump quasi gesehen, dass man aber den gleichen Mechanismus dann eben auch in die andere Richtung drehen kann. Ich kann dann, der dann mit Twitter gezielt irgendwie, wenn es mal schlecht für ihn lief, hat er einfach einen Sportler beleidigt und hat dafür gesorgt, dass er die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Wenn ihr euch erinnert, seine republikanischen Gegenkandidaten, die hat er ja weggefegt mit dieser Strategie. Die haben immer noch versucht, mit Zeitungen und Fernsehen zu arbeiten. Und er hat sozusagen aus allen Rohren gefeuert. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Man war ja teilweise geradezu gezwungen, sich immer wieder mit diesem Menschen zu befassen. Ja. Ja, genau. Und das ist sozusagen, also ich glaube, ist ganz arg wichtig. Erstens, dass wir Mythologien, sowohl von anderen, von Gemeinschaften, Kirchen, Sekten, was auch immer, aber auch von uns selber reflektieren. Und zum Zweiten, dass wir nicht die Verantwortung aufs Internet abschieben. Wir selber sind es, wir benutzen die Sprache, wir benutzen den Text und wir benutzen den Podcast, das Internet. Und was wir daraus machen, das bleibt unsere Verantwortung. Und da können wir nicht sagen, hey, sorry, dass ich so radikalisiert wurde, das Internet ist schuld. Sondern wir reden ja hier von Erwachsenen, Menschen. Ich glaube nur, dass wir ihnen vielleicht auch erklären können, denen, die noch nicht so tief drinstecken, Vorsicht, dass du nicht diesen Pfad einschlägst. Mhm. Ja. Jetzt bist du politisch ja in vielen Gremien unterwegs. Du sprichst mit vielen Politikern auf Landes-, aber auch auf Bundesebene. Jetzt haben wir einen Wahlkampf hinter uns. Wir nehmen das nach der Bundestagswahl auf, wo viele Themen nicht Thema waren. Und jeder, der sich nicht verortet gesehen hat im Wahlkampf, egal von welcher Partei, hat das moniert. Aber in meiner Wahrnehmung ist diese ganze Querdenken, wie wir sie nur in Deutschland haben, Szene und damit ja das Potenzial für Radikalisierung durch Verschwörungserzählung auch kein Thema gewesen. Nach wie vor habe ich den Eindruck, dass zumindest nach außen sichtbar unsere Spitzenpolitiker dieses Thema nicht anfassen wollen
Ob sie es nach innen tun, kann ich nicht beurteilen. Das kannst du vielleicht eher ein bisschen mehr beurteilen. Und es war ja bisher auch mal so weit weg im Grunde genommen. Also gut, wir hatten die Übergriffe, wir haben Angriffe auf Journalisten, wir sind in unserem Status der freien journalistischen Berichterstattung weit abgerutscht. Wir haben QAnon importiert. Wir haben QAnon importiert. Wir haben Angriffe auf Journalisten, Polizisten, das habe ich ja schon beschrieben. Den kleinen Sturm auf den Bundestag haben wir ja auch erlebt. Und jetzt haben wir einen Mord erleben müssen in Ida Oberstein, wo jemand also so stellt es sich zumindest aktuell nach allen Informationen dar, einen Tankstellenverkäufer, einen 20-jährigen Tankstellenverkäufer erschossen hat, weil er darauf hingewiesen worden ist, eine Maske zu tragen. So stellt sich der Fall aktuell dar. Man hat inzwischen etwas weiter recherchiert und man hat gesehen, dass in dieser Person offensichtlich ein gewisses Gewaltpotenzial schon zu spüren war. Er hat mit Trump zum Beispiel auf Twitter interagiert. Er hat auch gesagt, irgendwann kommt der Kampf. Dafür müssen die Muskeln gespannt sein, glaube ich. So ähnlich war eine Formulierung dieser Person auf Twitter. Hast du jetzt das Gefühl, dass jetzt anders reagiert wird? Oder ist es immer noch wieder so, und das schmerzt mich inzwischen, dass wir wieder erleben werden, dass wir von einem Einzeltäter, von einem bedauerlichen Einzelfall sprechen oder gesprochen wird in der Politik und nicht diese tieferen Sachzusammenhänge, die wir ja jetzt gerade heute auch wieder thematisiert haben, verfolgen? Wie ist da dein Eindruck in deinen Gesprächen? Ja, ich erlebe das so, dass es und zwar quer durch die demokratischen Parteien da schon auch eine Not gibt, weil das Menschenbild der Demokratie, der Republik, des Liberalismus war ja ein sehr positives. Ja, also wenn alle mitreden können, Menschen sind vernünftig, dann finden wir schon einen Weg und es gibt so eine Art Schwarmintelligenz. Ja, also der Wählerinnen und Wähler sind weise und klug und deswegen, wenn sie alle paar Jahre ihr Urteil sprechen, dann wird das schon eine feine Sache sein. Es ist für eine Politikerin oder einen Politiker fast unmöglich zu sagen, also Leute, dieser Wahlkampf hier, das geht mir zu weit, das wird zu persönlich, das wird zu aggressiv, diese Schlammschlachten, wir sollen doch nachher eh eine Regierung zusammenbilden, wir müssen doch Koalitionsverhandlungen führen. Das heißt, da erlebe ich ganz viel Hilflosigkeit auch. Man möchte die Wählerinnen und Wähler nicht quasi beschimpfen, selbstverständlich. Aber der eigene E-Mail-Zugang, der eigenen Nachrichten, es gibt fast keine Politikerin und keinen Politiker mehr, die nicht schon bedroht worden wären oder Hassnachrichten bekommen. Und es ist auch so, man will dann keine Schwäche zeigen. Und ich sehe das deswegen so ein bisschen als meine Aufgabe. Zum einen, dass ich da eben warne und diese Dinge anspreche, auch die unangenehmen Sachen. Ich sage, als Antisemitismusbeauftragter wirst du eh nicht beliebt. Du nervst eh die ganze Zeit. Das ist sozusagen, die Leute wollen das eigentlich nicht hören. Aber dafür habe ich ja den Auftrag und von allen demokratischen Fraktionen in Baden-Württemberg bekommen, dass ich halt auch Sachen sage, die man vielleicht erstmal nicht so gerne hört. Und auf der anderen Seite, wenn dann die Tür zu ist, dann erzählen mir die halt häufiger auch, was sie selber so erleben oder zeigen mir, was sie für Nachrichten und Drohungen bekommen. Ich werde auch oft gefragt, wie ich das eigentlich mache mit Schutzkonzepten und so weiter und auch Familie. Als ich ausgestiegen bin aus Facebook, werde ich nie vergessen, da bin ich dann in ein Studio eines Fernsehsenders eingeladen worden, zu meiner Verblüffung. Ich dachte nicht, dass es jemand interessiert, wenn man seinen privaten Facebook-Account schließt. In der Maske wurde ich schon angesprochen von der Visagistin, was da eigentlich so los ist, was man im Sender so erlebt. Und eine Journalistin, die mich interviewt hat, hat kurz vorher dann erzählt, was ihre Tochter gerade erlebt. Und dann ging die Kamera an und dann war aber wieder alles professionell. Und es war klar, ich soll über diese Dinge sprechen und natürlich schütze ich dann ich würde das nie erzählen, dann was mir die Journalistin anvertraut hat. Aber ich will es mal so sagen, wer heute im öffentlichen Leben steht, der kriegt sowohl das Schöne, aber auch das Hasserfüllte voll ab. Ja. Und unser Liberalismus, diese Vorstellung vom rationalen Menschen, ist gerade tief erschüttert. Und jetzt in den USA sehen wir wieder droht ein Shutdown. Und es ist wirklich eine bange Frage,
ob das überhaupt möglich ist oder ob Gesellschaften gerade auch mit Mehrheitswahlrecht dann irgendwann so polarisiert sind. Schauen wir auch nach Großbritannien zum Beispiel. Wir müssen gar nicht so weit, wir müssen gar nicht über den Teich gehen oder in die Türkei, auf die Philippinen. Wir können überall auf der Welt und quer durch die Kulturen gucken. Es ist durchaus denkbar, dass wir uns als Staatsform sozusagen ganz schmerzhafte Fragen stellen müssen. Mhm. Ob das so weitergeht, ich weiß nicht, wie es ihr erlebt habt. Ich fand diesen Wahlkampf ätzend, verletzend. Es hat die Chancen, über Inhalte zu diskutieren, wurden weitgehend verschwemmt. Man hat über Bücher diskutiert, über einen Aussetzer beim Lachen. Man hat bei jeder Kandidatin und jedem was gefunden. Und ich finde, Olaf Scholz hat das eigentlich sehr clever gemacht, indem er eigentlich sich von vornherein gar nicht quasi ins Schlachtfeld begeben hat, sondern drüber weg gelächelt hat. Was aber eben auch zeigt, dass wir die Art, wie wir Demokratie aufführen, wie Wahlkämpfe stattfinden, Wahlkampf gedacht als Kampf der Argumente. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so erlebt habt. Ich finde, das war gegenüber früheren Auseinandersetzungen, die auch heftig waren, aber war das, ich habe schon am Schluss die Tage gezählt, bis es endlich vorbei ist. Und also ich muss auch an dieser Stelle ganz offen zugeben, dass ich selber ganz persönlich es bei mehreren Gelegenheiten in dieser ganzen Zeit nicht geschafft habe, von meinen eigenen Emotionen mal einen Schritt zurückzutreten. Ich habe da teilweise auch mitgemischt und mich über bestimmte Punkte furchtbar aufgeregt und das dann auch in den sozialen Medien so weiterverbreitet. Und es tut weh und stimmt nachdenklich, wenn man das selber von sich so zugeben muss und sagen muss, da muss ich selber auch an mir arbeiten und erstmal gucken, dass ich wieder ein Stück nüchterner an die Sache herangehe und mich eben auch selber wieder auf Sachthemen konzentriere und darauf zurückbesinne, worum es eigentlich mal ursprünglich gegangen ist, anstatt mich über irgendwelche Details aufzuregen, die sich dann unter Umständen im Nachhinein auch noch anders darstellen, als ich sie erst wahrgenommen habe. Das ist richtig fies, das zu tun und ist anstrengend und unangenehm. Aber es hilft ja nichts. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass unsere Demokratien, also die westlichen Demokratien, auch ganz wesentlich durch eine Kompromissfindung geprägt sind. Also wir sind immer eigentlich in der Pflicht, miteinander zu sprechen, uns irgendwie auf einen eigenen oder gemeinsamen Nenner zuzubewegen zumindest. Und das große Problem bei dieser derzeitigen gesellschaftlichen Spaltung ist es ja, wie bewege ich mich denn auf jemanden zu, der sagt, George Soros ist der Strippenzieher der jüdischen Weltverschwörung. Die BRD gibt's gar nicht als Republik. Wir sind eigentlich nur irgendwelche Handlanger und Angestellten der Alliierten. Und Angela Merkel ist ein Reptiloid. Wie schaffe ich es, mit solchen Menschen im Gespräch zu bleiben? Zumal es ja auch so ist, wenn dann ein Politiker mal sagt, wir müssen, selbst wenn es total unangenehm ist, auch mit solchen Menschen irgendwo noch den Dialog suchen und versuchen, auf diese Menschen einzuwirken, er dann dafür wieder in der Luft zerrissen wird von anderen. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht es mir selber manchmal schlecht, weil ich persönlich bis heute keine Strategie gefunden habe, wo ich sage irgendwie, okay, wir können auch mit diesen Menschen reden. Oder auf der anderen Seite, wir zeigen klare Kante und sagen bis hierhin und nicht weiter. Und das geht einfach nicht. Und hier hört der Dialog auf. Also auch da müsste man ja wieder irgendeinen Mittelweg finden. Und das fällt mir wahnsinnig schwer. Und wir haben in dem Bereich ja auch sowas, wir haben jetzt immer von der Radikalisierung gesprochen, haben damit natürlich gefährliche Strömungen, demokratiegefährdende Strömungen, antijüdische Strömungen gemeint. Aber, und das, wer mich kennt, weiß das, und das thematisiere ich häufiger, nach vielen Jahren beschäftigt mich ja auch das Thema so einer Polarisierung der Guten. Auch das ist ja so ein Problem. Also gerade auch in der wissenschaftlich-kritischen Szene, also liebe ZuhörerInnen, die ihr gerade zuhört, jetzt einmal an die eigene Nase fassen. Auch hier erleben wir ja so den Zustand, dass man gar nicht mehr über den Tellerrand schaut, also nur noch beleidigt, zu schnell Grenzen aufmacht. Ja, Michael Blume hat mal mit Waldorf Menschen gesprochen, also ist er auch der Satan, ist jetzt nicht mehr akzeptabel, um mit ihm über Themen zu sprechen. All das sind ja Dinge, die wir auch selber zurückgemeldet bekommen, wenn wir mit dir Sendungen machen. Und das ist ein Weltbild, was aber auch für die wissenschaftlich-kritische Welt viel zu einfach ist. Ja, und wenn man nicht mehr bereit ist, auch mit dem
anderen gegenüber in den Dialog zu treten, dann zieht man die Grenze viel zu früh. Ich stimme Alexa völlig zu. Man kann Menschen, die ganz klar rechtsradikales, rechtsextremes, antijüdisches Gedankengut verbreiten, mit denen kann man keinen Kompromiss schließen. Man kann sich da nicht auf der Mitte treffen und sagen, na gut, ein bisschen Antisemitismus ist okay, aber mach's nicht ganz so schlimm, wie du es machst. Das geht nicht. Wir müssen natürlich moralische Grenzen und auch Grenzen, die unser Grundgesetz uns ja auch vorgibt, da steht es ja drin, wie wir uns zu verhalten haben, die müssen wir einhalten. Aber solange wie es dann um unterschiedliche Ausprägungen geht, die aber immer noch von unserem Grundgesetz, was ich für eine ganz großartige Sache halte, getragen werden, dann müssen wir in den Diskurs miteinander treten. Nur so können wir uns da weiterentwickeln. Und das erlebe ich natürlich auch in den sozialen Netzwerken, dass da auch eine Radikalisierung der Guten, ich habe es gerade schon einmal gesagt, zum Teil stattfindet. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Wenn da nicht mehr Kompromissbereitschaft angesagt wird, dann verlieren auch die Guten die Menschen, die ihnen zuhören möchten oder sagen, weil die sagen, im Grunde genommen sind die ja genauso radikal wie der anderen. Nö, dann suche ich mir lieber ein anderes Betätigungsfeld. Also das ist ja auch eine Verpflichtung, Verantwortung, die wir haben. So empfinde ich es zumindest. Also kann ich nur unterstreichen, ich hatte jetzt am Tag der Demokratie in Lörrach zum Jahrestag der Badischen Revolution, da ist die Republik ausgerufen worden, gesprochen. Und die Amalie und Gustav Struve, die damals schon 1848 für die Republik eingetreten sind und übrigens dann nach der Niederschlagung der Badischen Revolution auch in den USA auf der Seite von Abraham Lincoln gegen die Sklaverei gekämpft haben. Also wir sind heute irgendwie eine ganz deutsch-amerikanische Folge. Die waren eben auch Vegetarier, gehörten zu den ersten Vegetariern. Und die hatten auch schon dieses Problem, was du gerade gesagt hast, dass nämlich auch die Guten, auch im Namen des Vegetarismus haben wir massiven Antisemitismus. Richard Wagner zum Beispiel, Adolf Hitler und Co. Das ist eine Riesengefahr in dem Moment, wenn ich mich selber zu den Guten zähle, ja, zu den Umweltschützern, Tierschützern, Kinderschützern, Klimaschützern, ja, dann bin ich ganz schnell dabei, die anderen zu den Bösen zu ernennen und jeden Dialog abzubrechen. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen heldenhaft von euch, dass ihr mich immer mal wieder einladet, obwohl ihr jedes Mal einen Shitstorm dafür bekommt, weil es Leute gibt, die sagen, hey, der ist Christ und mit einer Muslimin verheiratet und dann redet er auch noch mit den Anthroposophen und das kann doch alles nichts taugen und so. Und redet über Mythologien. Und redet über Mythologien. Seine Mythologien sind besser als die anderen Mythologien. Und das ist genau, wir wollen das gar nicht wissen. Ja, wir wollen darüber gar nicht nachdenken, weil wir sind ja schon gut. Wir brauchen das alles gar nicht. Wir brauchen keine anderen Perspektiven und Interdisziplinarität hat sich auf Physik und Biologie zu beschränken und nicht irgendwie auch mal eine Psychologie oder eine Religionswissenschaft anzuhören. Das heißt also, die psychologischen Mechanismen, die erleben wir ja und die halte ich tatsächlich für unglaublich gefährlich. Stellt euch mal vor, ich würde als Beauftragter gegen Antisemitismus nur noch mit Leuten sprechen, die von vornherein meiner Meinung sind. Es ist ja mein Job, es ist meine Aufgabe, genau dahin zu gehen auch und mit Leuten zu sprechen, die noch nicht over the corner sind, aber wo ich sagen kann, liebe Leute, also jetzt lasst uns mal drüber sprechen mit dem Rudolf Steiner, was der da so geschrieben hat. Und ich sehe, dass ihr da gute Sachen rauszieht, aber da sind auch Sachen drin, die gehen halt gar nicht. Und darüber müssen wir reden und da müssen wir gucken, wie sich die Schule weiterentwickelt und warum es da diese Probleme gibt. Und da diesen kritischen Dialog, das ist natürlich auch für die anderen nicht leicht. Jetzt Ahmedia, eine islamische Gemeinde. Ich habe die im Frühsommer angeschaut und habe gesagt, hey Leute, da sind einige Texte auch eurer früheren Kalifen, die gehen gar nicht. Da müsst ihr euch kritisch auseinandersetzen, so wie das evangelische Christen mit Martin Luthers Texten auch mussten. Oder Marxisten mit Texten von Karl Marx. Und da merke ich dann, es sind eigentlich immer wieder die gleichen Mechanismen. Abwehr, wir sind doch die Guten, was soll das, komm uns nicht zu nahe, ja, entweder du gehörst zu den einen oder zu den anderen. Und wenn sich das durchsetzen würde, dann würde tatsächlich der demokratische Diskurs, dann würden wir pulverisieren, dann hätte jeder von uns seine Blase, wir würden uns alle gegenseitig überzeugen, dass wir Recht haben und alle, die ein bisschen anders ticken, doof sind, aber die Idee einer Öffentlichkeit, in der man miteinander spricht und Argumente wirklich austauscht und sich auch schätzt, wenn man mal nicht einer Meinung ist, diese Idee wäre dann verloren. Ich denke nicht, dass es so schlimm wird, aber die Tendenz, ich habe das Gefühl, dass wir den USA so immer so 10 Jahre hinterherlaufen.
Und wir haben vielleicht durch das Verhältniswahlrecht wenigstens noch quasi den Zwang, dass die Leute danach auch wieder Koalitionen schließen und sich doch wieder irgendwie zusammenraufen. Aber so, dass das in Deutschland kein Thema wäre, diese Polarisierung, also so würde ich es nicht erleben. Ich würde tatsächlich sagen, wer heute über Brexit, Großbritannien und über die gespaltene Culture Wars USA spottet, der möge doch Ungarn, auch mal bitte... Polen, wir wollen mal Ungarn, Polen ja, vergessen. Genau. Also auch da verlieren wir ja sozusagen im demokratischen Prozess die Demokratie und die Freiheit in den Ländern. Also und das ist ja gewählt. Es ist ja zumindest mal auf Augenschein von den eigenen Menschen gewollt, dass wir weniger liberal sind, dass wir Menschen wieder einschränken, dass wir Menschen ausgrenzen. Das findet da ja gerade statt. Das macht es ja noch viel schlimmer. Also der Brexit ist schon dicht genug, aber Ungarn und Polen, unser unmittelbarer Nachbar, da blutet mir immer wieder das Herz, wenn man da genau hinschaut, was da gerade passiert in dem Land. Jetzt mit Blick auf die Uhr, Michael, du hast natürlich 1000 Termine, die sich noch anschließen. Nochmal die Frage an dich. Wir haben jetzt natürlich aufgezeichnet, wie es zu diesen schlimmen Taten gekommen ist. Ida Oberstein haben wir gestriffen, weil da muss jetzt einfach auch nochmal aufbereitet werden, was da genau Sache ist. Auch das muss man mal aushalten, nicht sofort zu sagen, seinem Confirmation Bias nachzugeben und sagen, das war ein rechtsradikaler Querdenker und deswegen hat er ihn erschossen. Da muss man jetzt mal die Behörden auch ihre Arbeit machen lassen und dann mal am Ende schauen, was dabei rauskommt. Aber was wäre denn dein Ansatz zu sagen, wie kriegen wir es denn hin, dass wir in 10 Jahren nicht das Trumpsche Amerika haben? Was wäre deine Salvation für diese Situation? Ja, also das eine machen wir gerade schon. Ich meine, wenn ihr euch auch selber anschaut, Huaxilla war ja quasi auch, man hat eigentlich Hoaxes angeguckt und aufgeklärt und jetzt gehen wir aber auch in die Psychologie. Also wir gucken uns, warum springen Menschen darauf an und warum versinken sie da drin? Und ich glaube, dass das schützt. Ich würde sogar sagen, impft. Also wer Verschwörungspsychologie einmal durchdrungen und verstanden hat, ist, glaube ich, besser geschützt davor. Und das ist quasi so das Präventive, was wir auch gerade machen. Das Zweite ist tatsächlich, dass ich mir einen stärkeren Rechtsstaat wünsche. Also das ist, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, also ich das erlebe ja selber, brutale Angriffe, Trollings, auch gegen meine Frau, meine Kinder. Wenn dann zum Beispiel in unsere Polizei einen Täter in Sachsen sogar ermittelt, der gesagt hat, der Blume ist ein falscher Jude, der seine Daseinsberechtigung verwirkt hat. Unsere Polizisten waren fest davon überzeugt, gegen den wird jetzt vorgegangen, der wird gestoppt. Und die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen stellt das Verfahren ein, ja, mit der Begründung, ist nun mal Antisemitismusbeauftragter und hat eine muslimische Frau selber schuld. Ja, der Anwalt Jun hat das ja auf YouTube gut kommentiert. Unser Rechtsstaat ist einfach immer noch zu zaghaft. Plakate, wo zum Hängen von politisch Andersdenkenden aufgerufen werden. Israel ist unser Unglück und was nicht alles. In Bayern wird dagegen vorgegangen, aber in anderen Ländern eben oft zu spät oder gar nicht. Und das Dritte, und damit mache ich mich vollends unbeliebt, und das wird auch von Politikerinnen und Politikern bisher kaum aufgegriffen, aus völlig nachvollziehbaren Gründen. Ich sage, wir müssen nach dem Geld schauen. Wie Leute auf diese Art und Weise Geld verdienen. Mhm. Querdenken funktioniert eben auch als Querschenken. Mhm. Es funktioniert mit Verkauf von Esoterika, von Markenprodukten, von Finanzprodukten wie Gold. Das heißt, es ist wie bei anderen Gruppierungen auch, radikalen Gruppen, Sekten im weitesten Sinne auch. Wenn man wirklich diese Dynamiken unterbrechen will, dann muss man die Geschäftsmodelle dahinter aufdecken, gegen Betrug und Geldwäsche vorgehen. Und das wünsche ich mir und das sage ich auch in Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern, aber das ist wahnsinnig heikles Thema, weil sozusagen auch ganz viele Leute dann eigentlich dann doch nicht so gerne quasi möchten, dass der Staat zum Beispiel guckt, was mit Geldern passiert. Und ich glaube, dass wir das Internet nicht in den Griff bekommen, wenn wir es Menschen erlauben, andere abzuzocken, zu radikalisieren, darauf ganze Geschäftsmodelle aufzubauen, weil die werden immer schneller sein und immer, denkt an Attila Hildmann, der so durch ist und der trotzdem seinen eigenen Anhängern Siegfriedthaler verkaufen kann. Also das ist sozusagen, wenn wir es wirklich abbremsen und stoppen wollen, müssen wir in den Spuren des Geldes folgen. Und da kann ich euch schon sagen, das wird mir mächtig Ärger einbringen. Aber da bleibe ich dran, weil ich glaube, letztlich ist menschliches Leben dann halt doch wertvoller, als nur zu sagen, wir machen die Augen zu und dann ist uns keiner böse.
Ich würde aber auch da nochmal schon mal drei Kommentare wieder vorwegnehmen. Du hast jetzt gerade nicht gesagt, der Staat muss mehr überwachen, sondern du hast hier einfach die Strafverfolgungsbehörden in Fällen, wo es eindeutig ist, dass es in diese Richtung geht, dass da dann auch das bestehende Instrumentarium dann auch mal benutzt wird. Denn das, was du forderst, kann ja jetzt auch schon gemacht werden. Wenn so jemand wie Attila Hildmann erst dadurch dann irgendwann ganz aufgedeckt wird, dass ein Begleiter von ihm deutlich macht, guck mal, hier sind alle Unterlagen, guck mal, welche Polizisten und welche Ermittlungsbehördenbeamte uns auch E-Mails geschrieben haben, ja, und uns unterstützen und uns Tipps gegeben haben. Da sehen wir ja, wo das System krankt. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen deine Forderung, dass auch die Ermittlungsbehörden auf allen Ebenen dieses Thema noch ernster nehmen. Und das können sie natürlich nur ernster nehmen, wenn die Politik ihnen den Auftrag in die Klade reinschreibt, das zu tun. Und dann sind wir wieder auf der Ebene drüber. Und die Ressourcen. Also ich würde tatsächlich, ich glaube nicht einmal, dass wir jetzt große Gesetzesverschärfungen bräuchten, sondern tatsächlich die Anwendung von Gesetzen. Und ich habe ja mal Banker gelernt. Und bei einigen Fällen, wenn ich so ein Querschenken-Privatkonto sehe, hätte ich Geldwäscheanzeige. Ich hätte gesagt, Leute, schaut euch das mal an. Allerdings funktioniert das in Deutschland noch kaum. Wir sind momentan noch ein Paradies für Geldwäsche. Und das war ja am Rande auch schon Thema im Wahlkampf. Na klar. Also ich finde es auf jeden Fall ganz arg toll. Ihr seid sozusagen in der ersten Linie dieser Prävention dabei. Ich glaube, dass ihr Menschen helft, damit klarzukommen. Auch in dem, wie Alexa gerade man selber auch mal sagt, wie es einem dabei geht. Also ich sage auch so, we are part of the game. Also auch jeder von uns hat mal einen guten, einen schlechten Tag, ist mal gefrustet und ich weiß nicht, wie es, also ich kann von mir behaupten, ich schaffe auch nicht immer die wissenschaftliche Distanz. Nee, mich packt es auch manchmal. Und dann aber trotzdem drüber zu reden und dann vielleicht auch anderen den Mut zu machen, nicht in jedes Tal hinabzusteigen, sondern eben gut zu überlegen, was mache ich jetzt und was macht es mit mir? Und danke, dass ihr euch da nochmal Zeit genommen habt. Und ich danke euch jetzt schon dafür, dass ihr dafür bestimmt wieder einen kleinen Shitstorm aufnimmt. Aber dann zeigen wir immerhin, dass wir diese Polarisierungsspiele nicht mitmachen, weil das Internet so viel besser sein könnte, als es jetzt ist. Und ich habe noch einen letzten Punkt, den ich anfüge, weil wir da auch aktiv werden und das auch zukünftig noch mehr werden. Wir müssen natürlich auch, und Bildung ist ein Thema, was ganz relevant ist, wir müssen zum einen unsere Kinder und Jugendlichen schon darauf vorbereiten, was ihnen im Netz begegnet. Und interessanterweise sind die viel pfiffiger, als viele das glauben oder ihnen zutrauen. Das ist unsere Erfahrung nach einigen Workshops mit Schülerinnen und Schülern, die wir schon gemacht haben. Aber, und da bekommen wir jetzt auch gerade die Gelegenheit dazu, wir müssen auch mit den Lehrerinnen und Lehrern solche Workshops machen. Denn die stehen mitunter auch mit Fragezeichen über dem Kopf vor diesen Phänomenen Internet und sagen, was passiert da eigentlich? Und ich soll jetzt eigentlich meinen Schülerinnen und Schülern beibringen. Ich selber bin nicht firm. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir sicherlich nicht alleine als Huxilla stimmen können, sondern auch hier, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft gemeinsam die Bildung und nicht nur unserer Schülerinnen und Schüler, sondern auch der Menschen, die Schülerinnen und Schüler ausbilden, nämlich unseren Lehrern und Lehrern, die Gelegenheit geben, auch nachzulegen und sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das würde ich auch noch als weitere Impfung definieren. Das wäre noch ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist und den ich für ganz wichtig halte. Und wenn sich da noch mehr aufmachen würden, bei uns das zu tun, dann finde ich das auch ziemlich gut. Ich stimme dir nicht nur zu, sondern würde augenzwinkern in meinem letzten Plädoyer sagen, auch da der Begriff der Bildung, den haben wir natürlich auch aus dem ersten Buch der Tora, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen und daraus entsteht über Maimonides, Meister Eckhart, der Begriff der Bildung und das ist eine positive Erzählung. In jedem Menschen steckt ein unendliches Potenzial, lasst es uns herausbringen, gerade auch indem wir junge Menschen bilden und feiern, wenn sie ihre eigenen Potenziale entdecken. Alexa, magst du das Schlusswort, dass nicht wir beide hier wieder nicht die weißen Männer wieder die Welt. Ja, genau, die weißen Männer, die wir sind jetzt leise und lauschen dir. Ja, ich kann dem eigentlich gar nicht viel hinzufügen, weil ihr das so wunderbar zusammengefasst habt. Ich kann nur sagen, dass ich wie aus allen unseren Gesprächen, auch aus diesem hier wieder wahnsinnig viel mitnehme. Und es hilft ja nichts. Wir müssen alle an uns selber arbeiten und wir müssen alle versuchen, ein bisschen dazu beizutragen, den Dialog nicht abreißen zu lassen und
doch als Gesellschaft wieder zusammenzufinden, weil wir einfach auch alle als Team arbeiten müssen. Nur so funktioniert es. Und vielleicht noch als Letztes, wir haben jetzt gerade gesehen, du hast das so schön in den sozialen Medien beschrieben, den Feiertag der Demokratie, die Wahl, die Bundestagswahl. Das ist einfach ein unheimlich hohes Gut, dass wir ohne Angst zur Wahl gehen können, dass wir unsere Kreuzchen machen können, ohne das Gefühl zu haben, da guckt uns jemand über die Schulter und möchte aber eigentlich was ganz anderes von uns. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass das genauso erhalten bleibt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch wenn Verschwörungserzählungen versuchen, genau in Unsicherheiten als Lücke sozusagen hineinzuschlagen und die Gräben zu vertiefen. Wir müssen einfach versuchen, dazu beizutragen, unsere Demokratie zu erhalten, zu feiern und mitzumachen. Dann funktioniert's. So. Wir nicken, wir sind voll beeindruckt. Wir sind begeistert. Und als letzter Hinweis noch, wer mehr von Michael Blume erfahren möchte, kann seine vielfältigen Bücher, das nächste hast du ja gerade schon angeteasert, natürlich lesen und Verschwörungsfragen, dein eigener Podcast, den können wir natürlich auch nur empfehlen, wo du einzelne Aspekte rund um Verschwörungserzählungen ganz tief beleuchtest, nochmal mit viel mehr theoretischem Inhalt. Und ich glaube auch, dass wir dich demnächst nochmal im Ferngespräch erleben werden. Da fallen mir schon noch 2, 3 Themen ein, wo wir dich einladen, wenn die Zeit denn passt. Denn du bist natürlich auch viel beschäftigt und das ist auch gut so. Michael, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Dir alles Gute und bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. Passt auf euch auf. Gut, dass es euch gibt. Danke. Die Auflösung. Ja, stimmt die Geschichte mit der verunglückten Haarfrisur, wo die Friseurmeisterin nicht ein Hanfblatt in den Hinterkopf rasiert, sondern das Wort Hanfblatt? Oder ist es vielleicht doch eine moderne Sage? Und in diesem Fall muss man feststellen, es ist tatsächlich Letzteres. Es ist eine moderne Sage. Eine Geschichte, die immer so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein ist, die eine zu zielgerichtete Pointe hat und ein bisschen zu kurios ist. Und angeblich, man kann das im Netz nachlesen bei sagen.at, ist das eine Geschichte, die eingesandt worden ist im Jahr 2010 und die soll angeblich passiert sein im Jahr um das Jahr 2000 herum und zwar in der Gegend Dingolfing-Landau, also in Bayern. Sehr schöne Geschichte. Also dann haben wir auch hier die Auflösung. Vielleicht zum Ausgang dieser Episode nochmal ein paar kleine Hinweise. Also wir werden die erste Oktoberfolge, die wird deutlich eher erscheinen, das kann ich jetzt schon sagen. Das wird ein Crossover sein, ohne dass ich mehr verraten möchte an dieser Stelle. Aber dadurch wissen wir, wann wir da aufnehmen und wann die Folge erscheinen wird. Und das wird nicht zum Monatsende sein, das können wir schon mal verraten. Und was wir in der letzten Folge noch nicht erwähnt haben, ist Alexas neuer Audio-Content, exklusiv Audio-Content, den sie produziert für das Portal Storytel. Das ist ein Format, das Klugscheitern heißt und das exklusiv heißt schon natürlich, dass es für Abonnenten von Storytel ist, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, das zu schauen. Genau, und zwar ist das ein etwas ungewöhnlicher Ablauf und zwar ist die Aufzeichnung dieser Podcast-Folgen für das Portal Storytel, der Folgen von Klugscheitern, immer eine Videoaufzeichnung und zwar ein Stream, der bei Twitch läuft, bei den Wild Mics und zwar jeden zweiten Montag. Und die nächste Sendung zum Beispiel ist am 4. Oktober. Und da kann man natürlich dann live mit dabei sein. Also man kann quasi bei dieser Podcast-Aufzeichnung live dabei sein, kann sich auch im Chat bei den Wild Mics mit beteiligen und Fragen stellen. Es sind immer 2 Gäste in der Sendung oder Gästinnen, mit denen ich darüber rede, wie man aus scheinbaren Katastrophen oder aus Fehlern, die man mal gemacht hat, doch was Positives mitnehmen kann und was daraus lernen kann. Also der Untertitel dieses Podcasts Klugscheitern lautet vom Fuck-up zum Level-up. Mhm. Und es waren schon wunderbare Geschichten und auch herzerwärmende und ergreifende Geschichten dabei in den ersten beiden Folgen. Und das sind Gespräche, die mich auch wirklich persönlich immer sehr berühren. Und wenn ihr die Folgen, die bisher erschienen sind, die beiden nachhören wollt, dann könnt ihr das über Storytel tun. Da kann man ein kostenloses Probeabo abschließen und dann könnt ihr da mal reinhören.
Oder eben ihr sagt, ich steige jetzt mit ein und bin erstmal bei der Live-Aufzeichnung mit dabei. Mhm. Und ich kann jetzt schon mal verraten, am 4. Oktober bei der nächsten Live-Aufzeichnung bei den Wild Mics bei Twitch werden Olaf Brill und Nils Beckmann zu Gast sein. Genau. Und dann ist die nächste Sendung am 18. Oktober wieder live. Ich durfte in der Premierenfolge mit dabei sein, mit der wunderbaren Nicole Jäger als Gast. Und ich finde das Format super, nicht nur, weil du es machst, sondern weil ich es super finde. Und es gibt da auch, glaube ich, inzwischen sehr viele positive Bewertungen bei Storytel. Also das nochmal also als Hinweis. Genau, der Vollständigkeit halber können wir auch gleich nochmal sagen, in der Folge 2 waren Sarah Burini und Lucy van Ork zu Gast. Genau, die Comiczeichnerin und Sängerin und Autorin Lucy van Ork und die Comiczeichnerin Sarah Burini, die ja die wunderbaren Cover der Hoax-Files gemacht hat. So, dann haben wir das auch abgehakt und darauf nochmal ausführlich hingewiesen. Das haben wir nämlich vergessen beim letzten Mal. Und ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich bei euch für alle Unterstützung, all das, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben. Wünschen euch alles Gute, freuen uns darauf, euch bald wieder zu hören und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.